Herzlich willkommen zu Ex von Heu. Vielen Dank. Schönen Abend, herzlich willkommen. Ein fröhliches Hallo auch an alle Schaf-, Ziegen- und Kuhficker da draußen. Und bitte nicht angesprochen fühlen, nicht beleidigt sein. Ist nur Satire. Auch heute alles wieder nur satirisch, nur ironisch gemeint, meine Damen und Herren. Bevor wir anfangen, muss ich ganz kurz gucken, ob meine Advokat noch gültig ist. Ja, ist sie. Wunderbar. Ich warte ja wirklich täglich auf eine spezielle Rechtsschutzversicherung für Satiriker, die Erdokat. Ich glaube, das ist eine Marktlücke. Wir befinden uns inzwischen in Woche 3. In Worten 3. Wir befinden uns in Woche 3 des Kampfes Erdogan gegen Satire. Ganz Deutschland diskutiert gefühlte 24 Stunden am Tag. Ist die Pressefreiheit in Gefahr? Muss Böhmermann ins Gefängnis? Wenn ja, was meint er damit? Ja. Kuscht Merkel vor dem Türken? Bloß nicht kuschen vor dem Türken. Merkel darf nicht kuschen vor dem Türken. Es geht nicht, dass sie kuscht. Und wann kommt eigentlich der neue Kuschrock? Ich bin völlig durcheinander. Es ist mir zu viel. Ich kann nicht mehr. Ich möchte wirklich bitte alle Medien, ich möchte alle um Mäßigung bitten. Ich meine, was ist denn eigentlich passiert? Böhmermann hat ein Schmähgedicht vorgetragen. Ja, eine Beleidigung mit Ansage. So, Erdogan war beleidigt. Insofern ist das Konzept aufgegangen. Von beiden hört man gerade relativ wenig. Ich vermute, sie hocken gemütlich zusammen beim Tee und überlegen sich, wie sie ihren Medienhype weiter befeuern können. Viele sind Böhmermann zur Seite gesprungen. Es sind Komiker dabei, wie Springer-Chef Matthias Döpfner. Es sind aber auch ganz ernsthafte Künstler wie Dieter Hallervorden. Ja, sind Böhmermann zur Seite gesprungen. Und gegen Hallervorden hat Erdogan interessanterweise noch nicht Anzeige erstattet. Nein, bisher nicht, oder? Gegen Hallervorden? Ich glaube noch nicht. Ich habe das Gefühl, er recherchiert noch, was Palim Palim auf Türkisch heißt. Aber natürlich stehen wir alle geschlossen hinter Böhmermann. Es ist die Stunde der uneingeschränkten Solidarität. Natürlich. Yeah! Je suis Böhmi, wir sind dabei. Natürlich. Da können Sie sich drauf verlassen. Da steht die Satire-Szene zusammen. Und selbst wenn er ins Gefängnis gehen sollte, es würde ihm zum Beispiel keiner seinen Sendeplatz wegnehmen. Weil den natürlich auch keiner, aber es gehört sich auch nicht. Ja? Und endlich wird mal diskutiert über die Grenze der Satire in Deutschland. Eine Diskussion, die überfällig war. Wo ist die Grenze der Satire? Und Böhmermann, genial wie er ist, hat uns diese Grenze gezeigt. Die Grenze der Satire ist erreicht, wenn man als Satiriker Peter Altmaier um Hilfe bittet. Böhmermann bat Kanzleramtschef Altmaier um Beistand. Und das dürfte einmalig sein in der Geschichte der deutschen Satire, dass ein Politiker um Hilfe gebeten wird. Ja, ich meine, da finde ich, muss man sich irgendwie entscheiden. Ist man jetzt der coolste Junge auf dem Schulhof oder trägt man dem Lehrer die Tasche? Aber so, ich meine, das kommt mir vor, ich weiß nicht, wie. Also ein bisschen der Gangster-Rapper, der nach dem Auftritt von der Bühne geht und sich von seiner Mutter mit Spucke den Schmutz von der Backe wischen lässt. Also das, ich fand's seltsam. Alle schauen jetzt auf Merkel und verlangen ein Statement von Merkel. Und sie sagt nichts. Und ich habe sie ja praktischerweise auf meinem Handy. Andere haben Siri, ich habe Angie. Ich frage sie deswegen einfach mal. Hey, Angie. Guten Abend, Christian. Angie, wie sieht's aus? Funktioniert. Angie, wie sieht's aus? Sagst du denn Erdogan jetzt die Meinung? Da kannst du einen drauflassen. Und was wirst du ihm sagen? Ich habe mich dazu entschlossen, ihm auch ein Gedicht zu schreiben. Oh, da bin ich aber gespannt. Schieß los. Lieber guter Erdogan, du bist unser bester Mann. Mit Schiffen lass ich zu dir reisen, wen wir aus der EU ausweisen. Ich frage mich nur in meiner Not, wie krieg ich Böhmermann ins Boot? Danke, Angie.